Sie sehen, wir sind hier nicht ganz in gleicher Weise repräsentiert wie die ESA-Mitgliedsländer. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass man natürlich so ein bisschen davor zurückschreckt, jetzt ein riesiges Astronautenkorps aufzubauen, ohne Fluggelegenheiten für die Kolleginnen und Kollegen zu haben. Das wäre sicherlich nicht gut. Deshalb wurden eben 6 Kandidaten ausgewählt hier. Die Nationalitäten sind hier oben, Italien, Samantha Christoph Ferretti und der Luca Parmetano, dann aus Frankreich der Thomas Peske, aus Dänemark Andreas Mortensen, aus Deutschland den Alexander Gerst, der Ihnen sicherlich gut bekannt ist, und von England der Timothy Geek. Timothy ist gerade an Bord der Internationalen Raumstation. 4 von den 6 haben ihre erste Mission bereits hinter sich und der Thomas Peske ist der, der jetzt im November dieses Jahres fliegen wird. Sie sehen hier unten die Nationalitäten der Astronauten, die in den Chor, die also schon jetzt so langsam in den nicht aktiven Status überwechseln, wie das bei mir auch der Fall ist. Also wir arbeiten daran, natürlich hier eine ähnliche Repräsentanz zu haben wie die ESA-Mitgliedsstaaten, aber das hängt so ein bisschen natürlich an den Fluggelegenheiten, die wir in Zukunft haben möchten. Und da werde ich Ihnen gleich noch ein bisschen mehr darüber berichten. Zunächst mal ein kurzer Rückblick auf die Zeit 2006. Das war die zweite Mission, die nach dem tragischen Unfall von der Columbia im Januar 2003 stattfand. Im Sommer 2005 wurde dann der Flugbetrieb der Shuttles wieder aufgenommen. Sie erinnern sich, Columbia hatte beim Start eine Beschädigung an der Flügelvorderkante. Beim Wiedereintritt ist dann das heiße Plasma in den Flügel eingetreten und hat diesen Flügel so stark zerstört, dass es dann zu diesem tragischen Unfall kam. Man hat dann sehr intensiv für 2 Jahre all die Umstände, die dazu geführt haben, untersucht, Abhilfemaßnahmen identifiziert, bis man sich dann sicher war, alles Mögliche getan zu haben, um die nächste Mission durchzuführen. Das war dann Ende des Sommers 2005. Wir sollten ursprünglich Ende 2005 starten. Nach dieser Mission hat man dann noch einige Dinge festgestellt, die man noch verbessern kann. Und dann kamen wir schließlich im Juli 2006 zum Start. Ursprünglich war der 1. Juli geplant, wie das in Florida im Sommer eben der Fall ist. Nachmittags kommt dann Gewitter auf und wenn die Gewitter zu nahe kommen, dann muss der Start abgebrochen werden. Also sind wir am 1. Juli, nachdem wir uns eingeschnallt hatten, alles vorbereitet waren, so ungefähr 20 Minuten vor den Zünden der Haupttriebwerke wurde das abgebrochen, wegen Gewitter, wir wieder raus, zurück in die Unterkunft. Das Ganze wiederholte sich dann am nächsten Tag, am 2. wieder verabschiedet, reingeschnallt, wieder 20 Minuten vorm Take-off Gewitter, wir kamen wieder raus. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juli gab es dann ein starkes Gewitter und ein Blitz schlug in diesen orangen Außentank ein und hat dabei einen Teil dieser dieser Kälteisolation beschädigt. Und dann dachten wir alle schon, oh Gott, es ist der Start erstmal auf lange, lange Zeit verschoben, aber Gott sei Dank konnte das repariert werden und am 4. of July, am amerikanischen Unabhängigkeitstag, oh Wunder, hat es dann geklappt. Und die Fußballfans unter Ihnen werden sich daran erinnern, 4. Juli 2006, Fußball-Weltmeisterschaft, Deutschland im Halbfinale gegen Italien, leider nicht so erfolgreich abgegangen, aber unser Start lief Gott sei Dank gut. Ich habe dann Hiobs Botschaft gehört, als wir im Orbit angekommen waren. So, das kam einem dann so ein bisschen vor wie in dem Film und ähnlich grüßt das Murmeltier. Wenn man 3-mal hintereinander diese Prozedur gemacht hat, sich reingestellt hat, verabschiedet, Tür zu und dann wieder raus muss, dann steigt man beim 3. Mal ein, sagt, dann wird es der Leute klappen. Na gut, also das ist ungefähr so 3,5 Stunden vom Abheben. Damals ging es dann gut am 4. Juli. Als erstes zünden die Haupttriebwerke, fahren hoch und in dem Moment, in dem die Feststofftriebwerke zünden, geht es nach oben. Gesamtabfluggewicht 3000 Tonnen, 2000 Tonnen, 3000 Tonnen Schub.
Also im ersten Moment relativ gemächliches Abheben. Während die Feststoffbooster brennen, schüttelt und rüttelt es. Man sieht das hier. Nach 2 Minuten werden die abgesprengt. Das werden wir gleich sehen. Das ist der Moment, in dem die Booster dann abgesprengt werden und das Shuttle mit seinem Haupttriebwerk dann weiterfliegt. Das ist schön ruhig dann. Und nach 8 Minuten und 30 Sekunden kommt dieser Moment, Abschalten der Haupttriebwerke, der Hauptkraftstofftank wird abgesprengt, der verglüht dann beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Die Booster werden an Fallschirmen, gehen die zur Erde und werden wiederverwendet. Dann dauert es 2 Tage, man manövriert langsam an die Station heran. In der Ladehochzeit hatten wir ein großes Modul, Multipurpose Logistics Module mit etwa 4 Tonnen von Nutzlast für die internationale Raumstation. Vorm Andocken mussten wir dann unter der Station so einen Überschlag machen. Dabei hat die Besatzung an Bord der ISS mit hochauflösenden Kameras hier die Unterfläche abfotografiert, die Hitzeschutzkacheln. Diese Bilder wurden dann sofort ausgewertet am Boden, um sicher zu sein, dass keine Beschädigungen stattgefunden haben, um mögliche Probleme bei der Rückkehr auszuschließen. Es gab keine Beschädigungen, damit konnten wir dann andocken und alles war bestens. Und dann war ich also in meinem neuen Heim, in der neuen Arbeitsumgebung angekommen. Und ich möchte Sie nun einladen, zunächst mal mit mir durch die Raumstation durchzuschweben. Die ist inzwischen viel, viel größer. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Damals befand die sich natürlich im Aufbau. Wir beginnen jetzt im Cockpit des Shuttle. Sie sehen hier rechts im Vordergrund meine Kollegin Lisa Novak, die hier gerade sich auf nächstes Aktivität vorbereitet. Das Cockpit sieht so ähnlich aus wie halt das Cockpit von Verkehrsflugzeug. Links der Kommandant, rechts der Pilot. Ist halt ein Raumschiff und jetzt schweben wir mal so durch dieses Shuttle in Richtung von der Raumstation. Da kann man ruhig mit dem Kopf voran. In der Schwerelosigkeit darf bloß niemand entgegenkommen, sonst gibt es eine Beule. Hier sind wir auf dem Mitdeck. Da habe ich diese 8 Minuten 30 Sekunden während des Starts verbracht. Jetzt bewegen wir uns durch einen Verbindungstunnel. Der dient gleichzeitig als Luftschleuse für den Fall, dass Außenbordeinsätze gemacht werden müssen, während der Shuttle im autonomen Flug ist. Und hier sind wir jetzt bereits im Docking-Adapter zur Station. Und hier sehen wir jetzt das Bild. Wir kommen in die Station. Jetzt machen wir gleich noch eine Rolle, damit die Decke auch oben und der Boden unten ist, damit Sie sich auch zurechtfinden. Und hier sind wir jetzt im US Lab. Hier meine Kollegen, das ist der Mark Kelly, der Bruder von dem Scott Kelly, der jetzt gerade ein Jahr lang auf der internationalen Raumstation zusammen mit dem Mischa Kornienko war. Hier sind wir im sogenannten Node 1, das Verbindungsstück zwischen dem amerikanischen und dem russischen Segment. Und hier überschreiten wir jetzt gewissermaßen die amerikanisch-russische Grenze, in Anführungsstrichen. Das ist das FGB, das Modul, das zuerst in den Erdorbit geschossen wurde. Und das erste Modul war, das dann die ISS darstellt und an das alle weiteren Teile dann nach und nach angebaut wurden. Und gleich bewegen wir uns in das sogenannte Service-Modul, das russische Service-Modul, von dem aus zentral alle Funktionen des russischen Segments gesteuert werden. Hallo, Igor Grabow, mein Kommandant. Für die ersten 3 Monate. Hier auf der linken Seite sehen Sie den Tisch zum Einnahmen der Mahlzeiten. Unten Laufband, links ist die Weltraumtoilette. Und hier sind wir jetzt damals, kann ich sagen, am hinteren Ende der Station angelangt. Da hatte gerade ein Versorgungsraumschiff, ein Progress-Transporter, angedockt. Die Strecke, die wir da zurückgelegt haben, jetzt vom Eintritt in die Station bis ganz hinten, das waren ungefähr so etwas über 60 Meter. Heute ist die Station fast 80 Meter lang, ist also um einiges größer geworden. So, jetzt haben Sie das Ganze von außen, von innen gesehen. Jetzt wollen wir uns das mal von außen anschauen. Und ich bin sicher, solche Bilder haben Sie noch nicht gesehen oder so ein Video. Das haben wir nämlich gemacht, etwas später während der Mission. Da mussten wir auch die Sojus-Kapsel, die als Rettungskapsel natürlich oben ist und mit denen der Pavel Milo Grabow und der Jeff Williams, mit denen ich zusammen
dort oben war, hochgekommen sind, an einen anderen Dockingport fliegen. Und ich habe diese Aufnahmen angemacht beim Abdocken. So, dann sehen Sie jetzt das, was wir von innen gemacht haben. Das sehen Sie jetzt gewissermaßen zumindest teilweise von außen. Also das ist dieser russische Dockingport. Wenn eine Sojus oder eine Progress anlockt, dann kommt da vorne so ein Stab raus mit einem Haken, der sich dann hier in diesem Konus verhakt. Und dann kann diese hermetische Verbindung hergestellt werden. Man bewegt sich bei diesem Umdocken zumindest mal so für 40, 50 Meter weg. Hier unten sehen Sie, ist ein Versorgungsraumschiff Progress angedockt. Das ist der robotische Arm von dem amerikanischen Segment. Wir müssen uns jetzt erstmal drehen, um dann gewissermaßen unter der Station durchzufliegen. Also unten ist da, wo die Erde ist. Ansonsten, wenn man nicht rausschaut, macht das natürlich alles keinen Unterschied oben und unten in der Schwerelosigkeit. Und dann beginnt das Umfliegen der Station. Hier sehen Sie eine große Antenne, mit der die Verbindung zum geostationären Satelliten gehalten werden kann. Und noch hier eines dieser großen Solarpaneele. So ein Panel erzeugt etwa 100 Kilowatt an elektrischer Energie. Inzwischen sind 4 von denen an der Station. Und hier beginnt jetzt das Umfliegen. Das ist das Service-Modul, in dem wir gerade den Palomino Graf gesehen haben. Dieses Modul ist etwa 14 Meter lang. Dann sehen wir jetzt gleich das FGB, das ist noch das Service-Modul. Hier sind wir unter der Progress und bewegen uns jetzt hier unter dem FGB durch. Dieses FGB wird als Staubaum gewissermaßen verwendet. Das heißt, wenn Versorgungsraumschiffe andocken, wird dort erstmal in die ganzen Utensilien reingeladen. Ansonsten außen sind Treibstofftanks für die Ladekontrolltriebwerke. Und hier sind wir jetzt an den Dockingknoten angekommen, an dem wir dann wieder angelegt haben. Und in dieser Richtung geht es weiter in das amerikanische Segment, sodass wir zu Beginn des vorherigen Clips geflogen sind. So, jetzt kennen Sie sich alle aus, fühlen sich schon wie zu Hause dort oben. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie das, wie die Station heute aussieht. Ist wesentlich größer geworden. Nur damit Sie eine Vorstellung von den Abmessungen haben, hier dieser Truss hat eine Ausdehnung von etwa 120 Metern. Von ganz hier vorne bis zu dieser Stelle sind es etwa knapp 80 Meter. Hier vorne auf der rechten Seite der Stolz der europäischen bemannten Raumfahrt, das Columbus Laboratorium, in dem wir also eine Vielzahl von Forschungsaufgaben machen. Dann sehen Sie hier oben so ein etwas golden glänzendes Vehikel, das ist das japanische Versorgungsraumschiff, das HTV. Uns gegenüber, also hier ist Columbus, direkt gegenüber ist das japanische Modul. Und hier dann das amerikanische Modul, das russische Modul hier, ist gerade ein ATV angedockt, eines der europäischen Versorgungsraumschiffe. Davon wurden 5 Stück gebaut und haben 5-mal die Station mit Nachschub versorgt. Der letzte Flug hat im vergangenen Jahr zu Ende gegangen. Damit Sie eine Vorstellung haben, diese Gesamtmasse von der Station liegt heute schon über 400 Tonnen. Die Mir-Station seinerzeit hatte etwa 135 Tonnen, war natürlich auch wesentlich kleiner, war nicht so komfortabel. Konnte zum Beispiel nicht zu Hause anrufen. Das geht alles heute inzwischen von der Raumstation. Und wir waren damals noch mit 3 Personen an Bord, 3-köpfige Besatzung. Inzwischen ist die Station permanent von 6 Personen belegt und damit ist natürlich auch viel mehr Zeit für Forschungsaufgaben.